Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Talk Dungeon Defenders. Und diesmal gehen wir in Online-Modus. Ich hoffe, dass es mit Fraps nicht so laggt wie mit dem anderen Dings, aber dafür muss es ja auch nicht in Live-Tab gerettet werden. Ich muss wieder mal Ton anders aufnehmen, weil mir sonst die Ohren wegfliegen. Wir spielen mit Alimea. Warum spielen wir online? Damit wir Statistiken haben von Leuten, die das geschafft haben, ohne zu cheaten. Was man im Offline-Modus oder im Offenen nicht so hat. Und ja, es gibt so ein paar kleinere Funktionen nicht, wie zum Beispiel G, um Welle zu starten. Finde ich ein bisschen schade. Was wir machen werden, ist tiefe Schacht und Dings of Insane. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe die ganze Zeit vorher andere Dinger verwendet. Ja, jetzt ruckelt es auch allgemein nicht mehr so. Ja, Realtime-Rendering geht halt einfach nicht mit dem. Habe ich mit meinem Pad gemacht, das statt Lebenspunkte Dings gemacht hat, Schaden. Muss ich schauen, ob das hinhaut. Kann hinhauen, kann aber auch genauso viel schlagen. Ich werde sehen. Die mit der Strategie kommen auf jeden Fall zum Ziel. Das weiß ich. Nur ich weiß nicht, ob oder man schafft es auf jeden Fall, das weiß ich. Die Methode funktioniert immer. Ist gut getestet worden von mir. Moment. Bisschen schön mittiger. Das ist ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe schon ein bisschen was auf Speed gesetzt. Ups. Ich pfeife. Ich vergesse wieder mal die Hälfte. Schön weit unten. Bisschen leicht schräg, damit das beide Seiten nimmt. Die Gegner kommen sowieso von dort. Dann passt es schon. Dann haben wir hier noch eine Stachelbarrikade, die wir hier hinsetzen werden. Ist ein bisschen blöd, dass die Online-Lautstärke sich nicht um die Optionen kümmert. Und man deshalb alles hört. Wie viel HP haben die Dinger jetzt eigentlich? 8K. Okay, ohne mein Brett haben die 6K. Oder 6,8K gehabt. Mein Pet sagt, hält. Welche Information? Das wird jetzt auf 130 und hin auf 47, der Engineer. Wie viel Schaden machen die? 400, okay, das sind 200 Schaden weniger als beim anderen. Aber dafür haben wir jemanden, der Zeugs reparieren kann und alles Mögliche machen kann. Wichtig ist jetzt nicht zu nah an die ganzen Verteidigungen zu gehen, weil während der Bauphasen. Oh ja, man sieht den Unterschied. Man merkt den Unterschied deutlich. Wenn die einfach das Zeugs überleben, was eigentlich Mana nicht überleben, aber das sollte trotzdem kein Problem sein. Diese Konfiguration kostet übrigens, wenn ich mich nicht täusche, 190 für jede Position. Und wir haben vier dieser Positionen. 15 Abwehreinheiten, 800 Dings, 1900 Mana, nein, 190 Mana, nicht 1900, 119 Mana. Immer schön alles einsammeln. Wahrscheinlichkeit, dass wir noch was Gutes kriegen, ist hier super gering, auch wenn ich meine Sachen nicht upgrade. Bis auf meine Pets, weil die halt länger sind, weil die halt besser sind. Aber trotzdem. So, wieder auch hier ein bisschen schräg. Es ist egal, man kann sich das schräg auch schenken. Und dann werden wir während der nächsten Wave einfach mal anschauen, wie unsere Lebenspunkte oder was ich für Statistiken habe. Oder ich glaube, ja, das dürfen wir schon schaffen. So. Glaube ich. Also ich gehe jetzt mal eben nach vorne, dann schauen wir uns die Heldenstatistik an. Held, Heldeninformation. Ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gehabt. 9, 3, 1, 25, alles durch Dings. 25, das merkt man schon, die 25 hier. Ich weiß zwar nicht genau, wo die herkommen, aber irgendwo, die kommen auf mehreren verschiedenen Punkten. Und die merkt man schon bei der Baugeschwindigkeit. Hilft, ist aber nicht notwendig. Blutzorn ist gut, Rundumschlag auch. Also Rundumschlag werde ich auch später hochbringen, genauso wie Schaden. Den Rest werde ich gleich nochmal erläutern, sobald ich wieder Zeit habe zum Bauen. Die Runde ist nicht so wichtig, wenn man nichts kriegt, was wirklich von Bedeutung ist. Bei der nächsten Runde geht es ja nur ums Items öffnen, weil jedes Item bringt Geld, wenn man es sich anschaut. Ich halte jetzt mal kurz drüber. 72 Mana. Einfach mal für einen Gegenstand. Und wenn man, manchmal sind in Truhen mehrere, plus die 40, die da drin sind. Und da sieht man schon, es lohnt sich sofort, die auch zu öffnen. Hier haben wir wahrscheinlich zwar keine der 2K-Sachen wert seine Sachen, aber man weiß ja nie. Oh ja, Mana, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Mana ich eben hatte. Ich glaube, man kriegt so ungefähr 30k, wenn man die erste und die zweite Map nacheinander auf Insane durchhaut. So, und was ich jetzt machen werde, ist übrigens auch schon die Wave starten. Zwar verliere ich dadurch, da werde ich einfach, weil in der dritten Wave auch keine Gegner von oben kommen.
Mana gaben die Gegenstände. 900 Mana haben wir gekriegt, einfach durch die Gegenstände. Hat sich hier eindeutig gelohnt. Hier oben kommen ja noch keine Gegner, das ist das Schöne. So. Wenn wir hier. Ja, man merkt es tierisch, die Geschwindigkeit. Weil ich einfach genauso schnell kasse wie in der Wildphase. Hilft schon ordentlich, das ist schon ziemlich gut. Fast nicht notwendig, aber gut. Hier werde ich ja, muss man übrigens, wenn man nicht so viel Lebenspunkte für die eigenen Türme hat, mal ein bisschen gegen reparieren. Und wir haben Stufenaufstieg. Auf wie viel geht denn das hoch eigentlich? Ich weiß, dass man ziemlich hoch stacken muss, muss so viel wie möglich auf Lebenspunkte gehen. Und dann natürlich auf Schaden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch das eigentlich geht. Mich wundert das eigentlich. Ich dachte immer, das wäre auf 70 limitiert. Jetzt sind wir schon auf 100, auf über 80. Vielleicht 85? Hm. Theoretisch muss man die Verteidigung aufrüsten, schenke ich mir, weil es nicht notwendig ist. Oder weil die genügend Lebenspunkte haben. Durch unseren Pet. Durch mein Pad. Und ja, wir werden die letzte Runde übrigens auch ziemlich kurz halten. Weil wir die Kisten nämlich auch nach der Schlacht öffnen können. Und das Zeug sammeln. Ja, die Barrikaden, die nehmen ja keinen Schaden, wenn ich mir mal anschaue. 7,3 von... Also 1000 Schaden haben wir bis jetzt genommen. Natürlich ein bisschen was ist es schon, aber nicht viel. So, 35, 36, 37. Da kann ich nämlich schon wieder hingehen. Und die sobald zünden, sobald es möglich ist, zünden. Komm. Komm, komm, komm. Letzte Welle. Die kann man direkt starten. Das ist nicht notwendig, die zu öffnen, die Truhen. Und zu reparieren müssen wir auch nicht, weil wir noch genügend haben. Die Maffe muss mal durchlaufen, einmal die ganzen Sachen reparieren, fertig. Weil die Sachen nehmen halt Schaden, weil die doch ein bisschen Schaden reinhauen, die normalerweise. Außerdem hat viel. Zumindest am Anfang, wenn es mir erstmal durchhaut. Und ich mache die Erklärung natürlich jetzt schon zum dritten Mal, weil die ersten beiden waren so verleckt, wenn es ist, oder sind, haben wir einen guten Lag. Wenn ihr wünscht, könnt ihr es einfach in den Kommentar schreiben, dann lade ich den auch hoch. Die paar Minuten da sind natürlich. Es ist halt nur blöd, dass so schlecht ist die Qualität, aber. Naja, da gibt es tatsächlich mal Videos, wo man sagt, die Isiden wird man wahrscheinlich nicht sehen. Und dann sieht man sie tatsächlich nicht. So. Man sieht natürlich jetzt neben die Türme schon ein bisschen Schaden. Also noch eine Wave mehr würde ich dann schon eher reparieren. So, und dann kommt mein Lieblingsspaß. Ne, wir haben 21.000 Mana eben mal so ungefähr. Keine Ahnung, wie viel es eben war. Wir haben nichts Gutes Neues bekommen bis jetzt. Aber wir haben auch nicht die Kisten zum letzten Mal geöffnet. Online-Modus ist natürlich gut, kann man natürlich auch zum Herd spielen noch. Aber ich glaube trotzdem, dass das so ziemlich die ultimative Verteidigung ist. Man kann natürlich statt den Ballisten Magiertürme verwenden. Die machen halt, also die Geschütztürme, wie heißt, wie sie auch heißen da. Diese Dreier halt. Klatscht man hinter jeden, klatscht man zwei statt jeder Balliste dahinter, fertig. Da kommt wirklich dann nichts mehr durch. Ist wahrscheinlich dann zu empfehlen, wenn man das auf Hard Survival oder so macht. Ich habe aber keinen. Doch, ich habe so einen Magier, aber der taugt halt nichts. Die seine Türme machen viel, viel zu wenig Schaden im Moment. Da machen 6 Türme weniger Schaden als einer von mir im Moment. Vor allem sind die nicht durchschlagen oder lauter so ein Zeugs. Das will man ja haben, das durchschlagende Wirkung. So, wir sammeln das Mana noch ein. Und dann gehen wir zum nächsten Dings. Das muss man nicht einsammeln, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das müsst ihr mir glauben. 100 Mana nochmal. Wir sind bei 22.000 Mana. Wie viel Mana? Heldeninformation. Ich klatsche jetzt einfach, um zu schauen, wie viel man tatsächlich kriegt. Hier alles rein. 8.000 fehlen noch für das nächste Level. Dann schaue ich, ob man das schaffen kann. Mit dem hier auch. Nächster Level. Fortschreiten zum nächsten Level. Bin mir nicht sicher, ob das mit dem mit so wenig Lebenspunkten geht. Aber normalerweise schon, weil der nämlich die Sachen reparieren kann. Was theoretisch sogar noch effektiver sein könnte. So, das kostet ziemlich viel Zeit, weil ich ziemlich lahm bin im Moment. Ich muss demnächst wirklich mal auf Geschwindigkeit investieren.
Bis ungefähr 20 muss man das wirklich bringen. Ich glaube, das ist auch das Maximum. Zumindest war früher mal das Maximum. 20. Ich könnte mir vorstellen, dass das immer noch gilt. Das kann man auch... Gut ist natürlich, wenn man das später durch Equipment noch 50 oder so bringt. So, Zeit sollten wir aber trotzdem genug haben, muss ich, weil außer wir sind stark verlangsamt worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie langsam wir sind. Aber ziemlich langsam. Wir haben ein ziemlich komisches Schwert. Da fand ich das große, das Schwert des Vaters besser oder des Opas oder was weiß ich, was das war. 536 von 539.000. Ja, leveln tut man schnell. Das ist übrigens auch eine Methode zu leveln bis ungefähr 40. Dann gibt es andere Herausforderungen, die schneller leveln. Hybrid Build ist übrigens empfohlen, für wenn man einfach nur leveln will. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass man das unbedingt braucht. Man kann es auch einfach als reiner Tower Builder schaffen. Und merkt euch die Tastenkombination. Nein, so muss es sein. Es muss näher dran. Schaut, dass das in der Mitte gut zusammen ist. Wenn das nämlich in der Mitte nicht zusammen ist, dann können die Gegner nämlich durchlaufen. Durchschießen, meine ich. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich nämlich viel zu viel Zeit verplempert habe. Jetzt heißt es natürlich nachbauen, so schnell wie es geht, die restlichen Dinger noch fertig. So, aber geht trotzdem zubauen, sonst passiert es wie bei mir das letzte Mal, dass es nicht hinhaut. Okay. Draufsteigen auf den Kristall, das reicht. So, es hat noch gereicht. Jetzt kommen mir immer unterschiedlich viele an den ganzen Türen an. Theoretisch sollten ja genau 300 sein an jeder Tür, aber da kümmert sich ja keiner drum von denen. Rangehen. Der kann das natürlich jetzt reparieren, theoretisch, aber ich glaube, das macht er nicht bei so wenig Schaden. Weil einfach zu viel Mana, weil das einfach zu viel Mana kostet. So. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie gut der repariert. Werden wir später brauchen, beim Boss. Eventuell, naja, nicht wirklich brauchen. Man kann so einfach mit dem Damage-Typi machen. Beim ersten Durchgang habe ich, wo ich das hier gemacht habe, habe ich einfach Damage, hatte ich das Problem, dass ich auf Damage gegangen bin. Oder musste ich, ist Ogre an der verkehrten Seite gekommen, da musste ich den Ogre selbst bekämpfen, was mich ziemlich genervt hat. So, die Viecher sind nämlich das Problem, die können nämlich das machen, was man hier gesehen hat. Die können irgendwie da durchschießen. So, und ich mache im Moment ziemlich wenig Schaden. Aber ist das in Ordnung? So, einmal hier. Kein Mana mehr. Einmal hier. Auch wieder nicht die optimale Methode. Ich hätte da rausgehen sollen, aber okay. 125 Mana haben wir im Moment. Es geht wirklich darum, hier einfach Mana zügig einzusammeln. Am Anfang und dann zu verbauen. Und ich muss wirklich zugeben, also... Einen Moment. So, vorhin hat es perfekt funktioniert. Diesmal hat es natürlich nicht funktioniert aufzunehmen, ohne dass es eine Unterbrechung gibt. Aber okay. Da kann ich jetzt auch nicht mehr dran ändern. Nichts mehr dran ändern. Ich hoffe nur, dass ich diesmal genug Mana habe. Beim letzten Mal hatte ich nämlich zu wenig Mana. Dürfte aber ausreichen. Ich weiß nicht, wo ich beim letzten Mal 5 Mana verloren habe. Irgendwann habe ich 5 Mana verloren, das hat mich dann ziemlich aufgenervt. Aufgeregt, nicht aufgenervt. Warum habe ich nämlich nicht bei dämlicher halber Auflösung auf? Damit komme ich doch auf Nütze. Dann habe ich halt wieder 360 PS, mir jetzt schätze ich. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran erinnern. Ich werde es natürlich auf 480 rendern, aber... Wenn die Aufnahme auf der halben ist, bringt es ja nichts. Zu weit vorn. Einmal hier. So ein bisschen auf der Baugeschwindigkeit schadet nicht. Das war das, was man auch noch ein bisschen hochtreiben sollte. Ja, diesmal haben wir wieder genügend Mana. Letztes Mal hatte ich die 5 Mana, die ich jetzt übrig habe, zu wenig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwo 10 Mana ins Wasser gefallen. In die Lava gefallen, die ins Wasser. In die Lava und ich komme schon wieder mit dem Sprechen kommen nach. Hallöchen bitte, Leute, Freunde. Boom. Boom. Da die Gegner ein bisschen zu... Da wir weniger Schaden machen, ist es natürlich etwas extremer.
So. Oh ja, ich muss jetzt Mana sammeln und dann kann ich nämlich die letzte Barrikade bauen. Was mich nur im Moment ein bisschen aufregt, ist mit diesen dämlichen Kristallen. Ich kann immer noch nicht sagen, warum der getroffen wurde. Bis ich das jetzt aufgenommen habe, ist es nie passiert. Die haben den nie getroffen. Irgendwie glitschen die sich in die Barrikaden rein. Fragt mich nicht wie. Aber irgendwie machen sie das. Irgendwie geht das. Aber jetzt sollte hier kein Problem bestehen, dadurch, dass sie einfach schnell genug feuern. Und da auf der anderen Seite schafft schon wieder einer. Stufenaufstieg möglich. Bitte nicht nerven. Nicht jetzt nerven. Dafür haben wir keine Zeit. Das muss man sich wirklich vornehmen. Wenn sowas passiert, sofort abbrechen. Dafür ist nicht genug Zeit. Das Mana muss ich mitnehmen, sonst verliere ich wieder Mana. Wenn es jetzt ein kleiner Umweg ist. Und ich damit wieder Zeit verliere. Aber das geht wirklich hier nur noch darum, das einzusammeln rechtzeitig. Und dann geht es. Scheiße, Eternia Kristall, dass der jedes Mal Schaden nehmen muss. Einfach nur, weil die einfach in diese Barrikaden reinglitschen. Was nicht möglich sein sollte. Aber leider ist. Oh, da waren nochmal 10 Mana. Ja, sobald man in der Welt hier ist, ist es kein Problem mehr, wenn man Mana verliert. Aber vorher. Die ersten zwei Runden sollte man keine Mana. Kurz, die ersten beiden Waves sollte man keine Mana verlieren. Und wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, hier habe ich noch nicht gesagt, Waves sind ein Anzeichen für Schwierigkeit, nicht für Wellen, die es gibt tatsächlich. Weil deshalb fängt es auch bei einer höheren Stufe an. Das heißt, wenn es auf Nied. Oder das heißt so viel wie im Moment ist es halt so hoch. Ich glaube, der hat mit Wave 2 angefangen. Schwierigkeitsstufe 2 und geht bis Stufe 6. Und beim nächsten Mal. Oder. Und man, das ist halt bei Survival interessant. Weil man dadurch, dass man das macht. Kann ich den hier dazwischen platzieren? Da geht's sehr gut. Damit schütze ich mich von zwei Seiten. Das sind normalerweise einfach nur Dummies. Das muss man dazu sagen. Dummies heißt eigentlich Teile, die überhaupt für normalerweise nichts zuständig sind. Und, oder die normalerweise nicht mehr irgendwie keinen Zweck erfüllen normalerweise. Diesmal erfüllen sie schon einen Zweck, weil ich es nämlich geschafft habe, die Türme weit genug vorn zu platzieren, dass die Sachen alle zu mir ins Inventar gehen. Gut ist, dass der Typ nicht angreift, weil durch das nicht angreifen kann meine Sachen reparieren, ja. Aber sonst doch nix. Jetzt müssen wir natürlich weiter upgraden. Er kann nicht ganz nach vorn gehen, weil wir wollen den Meisterverteidiger haben. Und den gibt es einfach nur, wenn man das nicht hat, wenn man nicht angreift. Wir müssen ein Stück zurückgehen, dass ich da nicht von diesem Scheiß getroffen werde. So, jetzt muss ich mich ranhalten, dass ich Mana wieder sammle. In der letzten Wave lohnt es sich nicht zu sammeln. Die haben immer noch nicht die Zeit. Das muss man wirklich auf danach dem Ende verschieben. 550.000 von 530.000. Ja. Man kann es natürlich ausgeben, wenn man will, aber halt ohne Geschwindigkeit geht's nicht. Ich könnte natürlich meine Geschwindigkeit upgraden, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Weil ich erstmal auf meine Gesundheit und Zeugs gehe. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass man auf über 80 die Statuswerte upgraden kann. Habe ich wirklich erst vor kurzem rausgefunden. Ups, Schiff-Dings brauche ich nicht. 32 Sekunden noch. Kisten immer einsammeln, vor allem bei den höheren stufigen Maps. Lohnt sich, weil da das gute Equipment drin ist. Sein kann. Und Mana natürlich auch. Wenn man sich anschaut, wie viel Mana einfach übrig bleibt durch die Sachen, die auf der Map liegen, wenn man dran denkt, dass das meiste davon vorher schon war. So, einmal hier. Einmal hier. Immer schön mit ein bisschen Tempo. Die zurückwerfenden Dinger braucht man nicht. So, dann hau ich hier noch eins drauf. Die 400er bei dem anderen mache ich später und dann habe ich noch eins übrig, das habe ich auf dem drauf. So, wir werden natürlich weiter fleißig Mana sammeln. Hier ist ein bisschen Schaden, aber der repariert das ja nicht selbstständig.
weiß gar nicht, wieso der das nicht tut oder ob Banner das tut. Keine Ahnung. Ich glaube, der will einfach kein Mana verschwenden. Und der Terminal Crystal hat trotzdem irgendwo Schaden herbekommen. Nur wo? Okay, jetzt sollte man ein Stück zurückgehen. Gut. Weil wenn der explodiert, ist immer unangenehm. Oh, und mir fällt auf... Oh, ich habe einen grünen Gegenstand gesehen. Die hier müssen aufgerüstet sein auf 1. Sonst überlebt man die letzte Wave nicht. Einfach weil es zu viel Schaden kommt sonst. So. Und es wird schon wieder eine Turnierkiste angegriffen. Ich frage mich zwar immer noch, wie das geht und wie ich jetzt da Schaden nehmen konnte. Es geht eigentlich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Also die glitschen einfach immer durch diesen Scheiß durch. Und wir nehmen die neue Waffe. Mir ist jetzt gleich, ob die tatsächlich besser ist oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie besser ist. So. So, das ist deshalb, das kann ich halt nur machen, weil ich hier vorne halt drin bin. Halt. Hier. Schon wieder dieses Scheiß durchglitschen. Oh, man hat eben gesehen, er repariert mal. Das ist ziemlich gut, finde ich. Weil dadurch, dass er repariert, hilft er schon mit. Es ist zwar jetzt nicht so unglaublich viel, dass er jedes Mal repariert. Und er haut natürlich auch jedes Mal Mana weg, aber... Aber auf das kommt es kaum an. Sehr gut, schön weggehauen, bevor er mich abschießen konnte. Und es kommt schon wieder irgendwo ein Eternia-Kristall-Schaden her. Sollte nirgends nie geschehen. Sollte wirklich nie geschehen. Halt. Ich hab dafür. Ich hau's jetzt trotzdem auf die Verteidigung. Lebenspunkte drauf. Natürlich haben jetzt alle Sachen Schaden, aber. Trotzdem. Oh. Upgrade, weil man. Hier können die nämlich auch kommen. Der Ogre. Und disconnected. Scheiße. Das finde ich scheiße, sowas. Direkt in der Wave davor, aber manchmal gibt's halt diese Disconnects. Das ist das einzige. Jetzt kann ich das Spiel... Bitte kannst du wieder connecten. So, bitte neu connecten. Mann. Irgendwas ist schon wieder mit meinem Internet los. Ich muss mal kurz nachfragen. So, also am Internet liegt es nicht bei mir. Dann liegt es mal wieder bei denen auf dem Server. Das heißt, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da und anscheinend ist Steam hat Steam ein Problem. Ich weiß nicht, ob es jetzt verbindet. Genau, geht nämlich nicht. Das heißt, wir müssen lokal spielen. Was heißt, dass wir wieder mit unserem 40er spielen? Auch wenn es doof ist, weil wir nämlich mit dem keinen Vorteil haben. Und natürlich haben wir auch keinen Ton mehr, weil ich jetzt nicht mehr dran gedacht habe, den Ton hochzustellen. Aber wahrscheinlich stelle ich den trotzdem einfach lauter. Das kann ich ja dann machen. Weil hier ist ja der normale Ton, da muss ich... Ich muss es nur mal lauter machen. Wo ist es denn da? Da ich hier aber keinen so mächtigen Typen habe, kann ich leider nichts machen dagegen. Dann werde ich jetzt mal... Dann zeige ich euch. Mission Setup. Schmarrn. Doch, ich muss zur Dings... Ja, das hier ist nämlich Speed, wie der sich bewegt. Heldeninfo. Oh ja, ich habe das mal ein bisschen Tempo reingehauen. Schmarrn. Heldeninfo. Nein, nicht Heldeninfo. Helden tauschen. Löschen. Ja. Löschen. Ja. Löschen. Ja. Und wir machen einen neuen Helden. Gawain. Wählen. Gawain. Heldeninfo. Schließen, tauschen. Ich werde mal zeigen, wie ich den gelevelt habe. Bis ich nachher wieder eine Möglichkeit habe. So, bis ich nachher wieder Möglichkeit habe, irgendwie was anderes zu machen.
Also, bis Steam halt wieder online ist. Und schon, wahrscheinlich sind sie mal wieder gehackt worden. Kampagne, tiefe Schacht, Mittel, passt. Sie haben eine kurze Zeit, um ihre Verteidigung vor einem Bosskampf zu verstärken. Nutzen Sie es. Ja. Die ersten Waves sehen nämlich ein bisschen anders aus vom Verhältnis her. Und hier habe ich natürlich wieder Fun Vorteil meiner Funktion. Ich kann mich von überall die Waves starten. Aber dementsprechend sind natürlich auch die ganzen Scores total vercheatet. Ist blöd. Ach ja, wir sind ja erst auf niedrigster Stufe. Ich habe vergessen, dass man da keine Mana-Kapazität hat. Normalerweise sieht es natürlich. Ich war doof. Macht es nämlich am Anfang. In den ersten Waves macht man das nämlich so, bis man mehr Dings zur Verfügung hat. 20 habe ich, ja, wenn man dann rechts aus, aber hier rechts einfach noch nicht aus. Wir haben natürlich mehr Zeit jetzt zur Verfügung. Da wir natürlich nicht auf Insane zocken. Das wäre in dem Fall auch noch wahnsinnig. Das dürfte ist auf alles auf allen Schwierigkeitsstufen im Moment nicht möglich. Komm bitte zu mir, Mana. Dann kann ich nämlich hier schon mal den zweiten platzieren. Meinen Sechser hier hin. So. Und dann auf der anderen Seite genauso. Und dann werde ich auch gleich die erste Wave starten und mich durchmetzeln. Weil mit den 43 Schaden komme ich nicht weit. Natürlich wäre es sinnvoller, keinen Schaden zu nehmen, aber okay. Warum funktioniert der Button nicht mal mehr hier? Warum funktioniert. Haben sie die wieder deaktiviert oder was, die Knöpfe? Okay. Dann muss ich es doch manuell machen. Ich dachte immer, die Knöpfe wären noch so gebunden. G war doch immer der Knopf für Fernzünden. Anscheinend, vielleicht ist es doch im Multiplayer möglich. Jetzt habe ich gar nicht mehr geschaut, was der jetzt für einen Score hatte, der andere. Optionen, kann ich irgendwo Steuerung lagern? Left, right, passt schon. Geschwindigkeit drehen, akzeptieren. Dann drehen wir uns ein bisschen schneller. Wir werden mal anschauen, wie viele Lebenspunkte haben wir eigentlich. 78. Das heißt, zwei Treffer durch die gegen die Wände sollten sie trotzdem tot sein. Aber es sind halt zwei Treffer. Und gegen den anderen Typen, den wir dort haben, nützt es ja nichts. Und natürlich haben wir auch deutlich weniger Mana zur Verfügung. So. Man macht natürlich immer noch kaum Schaden. Aber das ist halt so. Und dann. Bye bye. Es ist halt doof, dass ich diesen Schnellknopf nicht habe. Da ich in den ersten zwei Waves da nichts machen muss, ist kein Problem. Kann ich sofort weitermachen. Normalerweise ist es natürlich am sinnvollsten, wenn man das über andere Methode levelt. Und ich habe natürlich was anderes vergessen. Ich habe nämlich vergessen, die Kisten zu öffnen. Wir legen die Sachen natürlich immer sofort an. Bis die Gegner irgendwas machen, das ist kein Problem. Ah, schießt ihr nur auf mich? Ihr habt ja trotzdem keine Chance, mich zu treffen. Naja, treffen könnt ihr mich schon, aber es wäre halt doof für mich. Mitnehmen. Mitnehmen, so. Und der hat sich schon mal gekillt. Geh drauf. Stirb. Stirb. Stirbst du endlich? Danke. Ja, die Gegner machen natürlich auch keinen Schaden. Danke. Und jetzt können wir aufsteigen. Okay, wir gehen natürlich auf Lebenspunkte. So, in dem Stil hätte ich auch weniger Probleme mit dem ganzen Zeugs. Halt, jetzt habe ich schon wieder die Kisten vergessen. Egal. Mache ich wieder während der Kampfphase. Man sieht, die Türme gehen schon fast kaputt wieder. Halb. Aber das sollte trotzdem möglich sein. So. Mitnehmen. Scheiße. So, komm. Stirb. Okay, danke. Wir nehmen natürlich Schaden. So, das zwischenzeitliche Stehenbleiben hat was gebracht. Die Barrikaden werden weiter Schaden nehmen, aber das ist mir jetzt gleich. Oh, da hat jemand was getroppt, was ich tatsächlich brauchen kann.
Ich muss mich nur jetzt ranhalten, die Gegner zu die Kisten zu öffnen, bevor die Runde vorbei ist. Stirb. Du wirst sollst sterben, habe ich gesagt. Natürlich, ich mache nicht sonderlich viel Schaden, aber okay. Da drüben ist noch einer. Bam, bam, stirb. Danke. Kein Wellenschaden, kein Kristallschaden. Natürlich kriege ich keinen Kristallschaden im Moment. Oh ja, und natürlich nehmen deshalb meine Sachen noch mehr Schaden. Wir reparieren natürlich nur, weil wir das andere nicht machen können. So. 80. Dann machen, reparieren wir hier auch mal. Wir müssen ja auch noch dran denken. Wie viel Mana man verschwendet, einfach nur durchs Reparieren. Da eben die ganzen 10er als 1er angerechnet werden. Okay, ein neues Schwert, mit dem wir besser blocken können. Wir werden oben natürlich die anderen Barrikaden jetzt platzieren. Die Offensiven, damit die Gegner auch zurückgestoßen werden. Und ja, das ist eigentlich die grundsätzliche Strategie bei den ersten Durchgängen. Bis man die Methoden machen kann, die ich vorhin gezeigt habe. Da macht man so in etwa. Dann geht man in die andere Richtung. Macht das gleiche auf der anderen Seite. Erst platzieren und dann aktivieren vom Kristall. Ich muss unbedingt schauen, ich gebe ja nichts wieder hinkriege. Weil eigentlich sollte das funktionieren mit G, das Mana, die nächste Wave zu starten und mit M Mana zu droppen. Zumindest war es vorher immer so. Wir haben ja noch keine Fähigkeiten zur Verfügung. Blood Rage kriegt man erst sehr spät. Auch wenn ich das klasse finde. Und dann können wir mal die Wave starten. Wir kriegen eben 500 Mana. Wir müssen natürlich selbst mitkämpfen. So, komm. Weg mit dir. Weg mit euch. Alle schön sterben, bitte. Es geht natürlich einfach nur darum, die Gegner zusammenzumetzeln. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich so zügig unterwegs bin. Eigentlich sollte ich viel langsamer sein, aber okay. So, stirb. Ist es besser? Nö. Irgendwas Besseres? Natürlich nicht. Das war die vorletzte Wave, die hat gepasst. Dann habe ich hier noch meine Dings hin. Stufenaufstieg möglich. Und man sieht schon, hat es ein bisschen Schaden wieder genommen. So. Beschwören auch hier. Einfach für die. Das Problem ist, dass die Gegner an denen vorbeilaufen, an den Teilen. Die ignorieren die einfach, wenn sie einfach nur als so drin stehen. Die Barrikaden, zu denen laufen sie hin und an den anderen laufen sie vorbei. Die meisten, die kleineren, die Goblins zumindest. Das sollte man immer dran denken, die lieben es da daran vorbeizulaufen. Okay. Da muss ich halt wieder hinlaufen. Hilft ja nix. So, just in case. Dass irgendwas passiert. Dass die Yoga durchkommen, werde ich mal das machen und die Tür geht schon wieder. So, da oben, das sollte eigentlich theoretisch von denen selbst schaffbar sein. So. Komm, stirbt. Stirbt alle. Natürlich mit stirbt, weil stirbt ist ja out, weil ja ist ja altmodisch und Vergangenheit. Oh, da ist ein Gegner. So, wenn man den nämlich gegen die Dinger dagegen haut, machen die jedes Mal ihren kompletten Schaden zusätzlich. So. So, in die andere Richtung einmal gegenrennen. Ja, ich nehme natürlich Schaden, das ist klar. Sollte man natürlich vermeiden, aber. Ich glaube, jetzt skaliert das übrigens mit die Dauer, wie lange das Heilen dauert, mit den Lebenspunkten. Was ja realistischer ist als das vorher, wo es einfach immer gleich war. Oh, oben haben wir einen neuen Gegenstand bekommen, der was taugt.
Oh ja, im nächsten Upgrade soll es übrigens auch so sein, dass wenn zu viele Gegenstände auf dem Boden liegen, dass sie wichtigeren Dings macht. Ho. Bye bye. Danke fürs Sterben. 6000 haben wir. Man geht so ungefähr bis 20 hoch. Bei denen hier. Dann geht man auf 10 beim anderen. Ja, ich werde einfach mal ein bisschen so zocken. Es wird zwar öfters das gleiche sein, aber ich werde schon ziemlich bald versuchen, höhere Schwierigkeitsstufen zu machen. Schweren Verteidigung, wie lang? Welche? 7. Welche bin ich? 6. Das reicht. Ich kann beim nächsten, heißt beim nächsten Mal kann ich meine richtige Methode nehmen. Voraussichtlich. So, zurück zum Gasthaus. Ja. Ist ja blöd, dass ich im Moment nicht gewertet machen kann. Vielleicht, ich werde jetzt gleich nochmal versuchen. Ich werde jetzt erstmal nochmal zum Hauptmenü gehen und schauen, ob es inzwischen wieder geht. Oder ob Steam immer noch defekt ist. Online spielen. Prank. Yo, geht wieder. Und jetzt fliegen mir auch die Ohren wieder davon. Aber, okay, das heißt, hier muss ich dran denken, wieder auf umzustellen. 35. Mal, okay, dann können wir wieder weitermachen. Jetzt wollen wir, ja schon, wie weit kommen wir mit unserer Methode eigentlich? Wie weit, in welche Wave können wir es schaffen? Nachdem wir es leider beim letzten Mal die anderen nicht auf Insane haben schaffen können, wegen Absturz von Steams System. Zauberei ist so doof, das kann man mit ihm nicht so toll machen. Tiefe Schacht, Wahnsinn, Überlebensmodus. Nein! Ah, wieder rumschreien. Der Hund ist nämlich noch nicht gefüttert worden. Und da will, heißt halt immer, hat er schon was gehabt oder hat er noch nichts gehabt? Und diese 40 hier, die muss man halt immer wegrechnen, wenn man. Das ist ein normaler Modus. Aber wir haben es jetzt sowieso auf dem gleichen Video. Zumindest nicht das vorher im gleichen Video zu haben. Oh ja, und wir dürften den restlichen Teil seit der Zwischenstopp ein bisschen bessere Qualität haben. Nämlich 480p. Weiß noch nicht, ob ich einen Teil der Zwischenkommunikation zwischendrin auch rein tue. Weil ich habe ja das andere Aufnahmeprogramm nicht weggemacht währenddessen. Dann schauen wir. So. Und dann nach der dahinter. Nein, der gehört auf die andere Seite. Weil, wegen und so. Das werde ich gleich erzählen. So, man sieht doch, man hat einen echten Baumodus. Hier, weil hier am Anfang die stärkeren Gegner langlaufen. Auf der Seite kommen weniger und der Bogenschütze kommt auf der anderen Seite. So. Okay. In seinen Strategien kann man am besten üben, wenn man hier oben schaut. Also, wenn man das erstmal auf der Schwierigkeitsstufe macht. Bam! Tot. Tot. Tod allem Übel. Im Tutorial-Modus kommt dann genau ein einziger Gegner. In der ersten Wave. Was ich recht lustig finde. Boom! 1000 Schaden. Auch wenn es wahrscheinlich sinnvoll besser wäre, wenn ich mehr Schaden als Lebenspunkte noch hätte. 80, dann kann ich ja schon mal den ersten platzieren. So, dann nehme ich hier die 80 mit, dann kann ich schon den nächsten platzieren. Natürlich hätte ich normalerweise beide gebraucht für einen von der anderen Seite auch gebraucht, aber wir haben es vorhin gesehen, wie das im Normalmodus geht. Genauso, man sollte halt immer ein bisschen zügig sich anhalten. Und jetzt haben wir auch wieder einen Helden, der was taugt. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden ich mit dem hier mache im Moment. Ich kann ihn natürlich auch ins Open-Dings exportieren, aber da muss ich meine ganzen anderen Sachen überschreiben. Da habe ich eigentlich auch nicht so viel Lust drauf. Ich hätte die gerne zusätzlich dazu, aber das geht halt nicht. Und dann werde ich beim nächsten Mal schauen, sobald wir das beendet haben. Ich beim nächsten Mal versuchen, das anders zu machen mit Dings. Oder ich bin irgendwann mal bei. Das wird auch mal Zeit, wie irgendwann die Knöpfe so bind. Das auch, dass sie die gleichen Knöpfe verwendet wie Fraps zum Starten und Stoppen der Aufnahme. Weil dann muss ich nämlich nicht mehr ganz so timen. Vor allem, wenn ich keinen Punkt habe, wo ich timen kann. Ich glaube, ich sage immer mal für irgendwas zum Schluss und am Anfang. Und da ich sowieso nichts habe, was irgendwie
direkt im Zusammenhang steht, macht doch eine halbe Sekunde Unterschied. Vom Timing nichts. Da ist ein Gegner. Ach so. Oh, der lebt ja noch. Oh Mann, komm schon. Es ist Zeit verschwenden. Aber dagegen gelaufen und tot. Das erinnert so ein bisschen an Neragon einmal, wo sie die Stacheln-Barrikaden gegen die Orks aufbauen. Oder waren das Orks? Ich glaube schon. Stimmt, oben habe ich jetzt eine Barrikade aufgebaut. Ich finde den Nuller, der bringt rein gar nichts. Also, der Fächer-Dings ist so selten nützlich, weil die einfach laufen werden. Der Neuner ist praktisch, wenn man enge Treppen hat. Weil die Gegner einfach da nicht hochkommen. Zumindest wenn sie ein bisschen Schaden machen. Kugeln. Und da ist, gibt's dann wirklich oben Geschwindigkeit. Bei also Feuergeschwindigkeit. Wenn man die Feuergeschwindigkeit hochhaut, haben die Gegner gar keine Chance mehr. Da kommen die einfach nicht durch. Weil sie einfach zurückgemacht werden, außer Ogre. Und Ogre sind halt auch wieder ein bisschen anders und die kommen normalerweise keine engen Treppen. Und an den Treppen, wo sie hochgehen, lohnt sich andere Sachen im Normalfall mehr. Acht und... Ich finde es immerhin gut, dass man jetzt auch auf niedrigeren Auflösungsdings ein bisschen Vorteil hat. Ich könnte jetzt natürlich noch was machen, aber... Nächsten Wavestein einfach so abgehen. Ich werde die Ton öffnen und dann starten. Ach Schmarrn! Das war, ist ja dumm! Mir fällt ja gerade ein, dass ich ja mit der Strategie, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, wie bei meinem Denken. Wir haben ja nicht nur 6 Waves. Bei 6 Waves ist ja was anderes. Wir haben ja diesmal unendlich Waves. Okay, passt. Dann werden wir mal das hier upgraden. Okay, so. Das passt, dann können wir hier auch nochmal aufrüsten, zum ersten Mal. Ja, oben werden wir auch demnächst aufrüsten, irgendwann. Wir müssen nur alles Zeugs mitnehmen, weil Insane lohnt sich dann schon. Vor allem nach der 6. Wave, ja, 6. Wave und danach vor allem. Da werden wir aber dann auf jeden Fall mithelfen, beim Kämpfen. Ich könnte natürlich meinen DD rausholen. Der natürlich auch immer die Idee ist und keinen Schaden macht und so, natürlich. Aber es ist die Idee. Ja, man muss alles noch nacheinander leveln. Aber Fallen Huntress ist im Normalfall nicht so überragend gut. So, oder, naja, man kann schon die meisten Level damit schaffen, indem man die einfach Fallen Huntress hat. Die im Laufe der Zeit immer wieder, oder die Sachen halt immer wieder repariert. Das ist deutlich billiger als Neubauen ist. So, ich nehme mal das Zeug mit und grade dann schon mal das hier hoch. Man sieht, es ist fast nicht langsamer als im anderen Modus. Komm, stirb, danke. Wave 4 haben wir geschafft. Da die Lebenspunkte unten noch in Ordnung sind, werde ich nach oben gehen und wir können aufleveln. Geht es bis 100 inzwischen, okay? Wir sind über 90 geht's auf jeden Fall. Wenn es 100 geht, kann ich gleich sagen. Und damit haben wir dann noch schon richtig hochlevelige Verteidigungs-HP. 5k bei denen, 8k bei denen. 8k. Und da gibt's einen neuen Helm. Was der wohl bringt im Vergleich zu meinem. So, da fehlt mir ja noch ein bisschen was. Vergleichen. Turm auf 7 haben wir im Moment. 3 und 3. 5 auf Dings, 4 auf Turm, 1 auf das. Okay, das ist, glaube ich, deutlich besser. Wir haben wieder deutlich mehr. Wir haben nochmal Lebenspunkte dazu bekommen. Halt, ich gehe unten rum. Das Mana, weil mir fehlen nämlich da noch 2 Kisten. Vielleicht gibt es ja noch coole Sachen. Die Wave, die normalerweise das Ende bedeutet, werden wir diesmal sehen, ob es auch diesmal hier fürs Ende steht.
Vielleicht werden wir, können, naja, wahrscheinlich nicht. Wir werden schon noch ein, zwei Waves weiterkommen. Wir brauchen noch 200 da oben. Dann hole ich mir die doch gleich mal. Und wichtig ist, man muss dran denken, die werden nämlich deutlich besser, die Gegner. Die Sachen, die jetzt demnächst kommen, sind heftig. Ich könnte mich jetzt heilen, aber wie gesagt, es ist wichtig, so viel Lebenspunkte wie möglich zu behalten. So viel Mana wie möglich zu machen. Die Standard-Wave, die normalerweise zum Ende führt. Oh, wir haben Schaden eingeboost. Die Türen machen. Ah ja, stimmt, das hat ein bisschen weniger Schaden, dafür mehr Reichweite in der Fernvorlösung. So, dann gehe ich mal hier rein. Danke. Wow, 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 wow. Ich nehme mal das ganze Mana mit, was ich kriegen kann. Das war doof. So. Ich werte das mal auf. Das, damit ich auch keinen so großen Mana-Verschleiß habe. Farmt. Sterb bitte. Ganz einfach sterben, das ist nicht schwer. Welle ist beendet, das ist gut. Ab jetzt gibt es gute Items im Inventar-Zeugs, die ungefähr dem Endlevel vom anderen entsprechen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass die Sachen hier schneller schwierig werden als früher. Oder kommt es auch erst mit dem letzten Patch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oben kommen wieder nur zwei, das ist, heißt, es ist in Ordnung. Kommt da jetzt das gleiche wie eben? Nur so eine ganz doofe Frage. Weil eigentlich dachte ich, dass da noch explosive und lautes und Zeugs kommt. Dann muss ich mal schauen, habe ich. Da, hier habe ich noch nichts aufgerüstet. Dann werde ich auch hier mal was aufrüsten. Okay. Oh, ich habe da noch zwei Kisten übersehen. Die nehme ich mit. Auf jeden Fall muss man die mitnehmen. Auch wenn jetzt nur Mana drin ist, aber... Es sind sogar Sachen drin. 72 Mana und... Also... 100... 200... Irgendwas Mana. 202 oder 203 Mana. Einfach mal so durch das bisschen. Dann noch ein bisschen was anderes rumliegt. Wird es ein bisschen mehr sein insgesamt. So, 800 Mana. Okay, da lagen noch deutlich wertvollere Sachen drin. 10k haben die inzwischen, okay. Und man sieht schon, hier drüben geht's eindeutig bergab. Schon mit den Lebenspunkten von den Sachen. Hier ist im Moment keine Gefahr. Aber trotzdem, jetzt hat es mir natürlich das Reparieren alles versaut. Und man sieht, hier wird es notwendig zu reparieren gleich. Aber es ist trotzdem praktisch, jemanden zu haben, der mithilft beim Reparieren. Wow, 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 wow. Okay, also viele weitere Waves kann man nicht, werden wir nicht überleben. Dafür ist es zu heftig. So. Irgendwo ist noch was am Leben. Da ist noch was am Leben, das ich killen muss. So, komm schon, stirb. So, danke. Ja, der repariert natürlich fleißig mit, aber das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Wave 7, ab jetzt gibt's wirklich gute Sachen. Ich muss dann schauen, dass ich ein bisschen repariere. Es kommt immer dasselbe, oder? An Gegnern. Ah nein, das doch. Oder täusche ich? Kommt da immer das gleiche oder nicht? Ich bin jetzt blind oder nicht? Wahrscheinlich beides. Ich bin blind, es kommt immer dasselbe. Aber okay. Mana bitte. Mana bitte. Alles Mana bitte zu mir. Bitte Mana weitergeben. Wenn möglich, bitte Mana weitergeben. Danke. Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit.
108 Gegner. Waren es immer 108? Dann reparieren wir halt nur. Man kann natürlich das auch ein bisschen... Ja, doch, das passt schon. Das ist in Ordnung, so wie ich es gemacht habe bis jetzt. Das verbrennt Mana. Aber Mana kann unser Partner auch verbraten. Ich glaube, wenn mehr Schaden machen wird, wäre es ein bisschen effektiver. Das passt. Hier noch ein bisschen reparieren. Bisschen okay. Bisschen ist gut. Bisschen ist gut übertrieben. Komm. Ich habe das übrigens eine Zeit lang so gehabt, dass ich drei dort unten hatte. Zwei von denen hier vorne. Auf der einen Seite drei von denen, auf der anderen Seite zwei und hier oben immer nur eins. In jeder Richtung. Hat sich aber herausgestellt, dass das nicht die optimalste Methode war. Ich hätte, wird noch, also ich glaube, auf Wave 9 kommen richtig gute Sachen. 9k Mana. So, ich glaube zumindest ab Wave 9 können so richtig gute Sachen droppen. Die Höchststufe, also diese hochstufigen Schilde sind praktisch. Weil die Gegner da kaum was tun. Und dann einmal helfen. So, besser für Spaß machen. Das macht super viel Spaß. Da einfach nur mit drauf zu hauen. Naja, der repariert eh. Dann werden wir den noch mal auf Stern auf. Bam! Auf einen Stern hochwerten. Wie hat der nach. Wie kann der bitte nach oben schießen? Okay, passt. Okay, jetzt kann ich mal wieder auch hier das gleiche machen. Da auf Stern aufwerten. Wave 8. Es könnten langsam wirklich super Sachen droppen, die ich noch nie gesehen habe. Also bessere Sachen, als ich sonst habe. Bei Insane bin ich selten so hoch gewesen. 45 hier rein. Da oben, die sind natürlich wahrscheinlich auch gut angeschlagen. Oh, jetzt wird's. Ab jetzt kommen wirklich heftige Gegner. Man muss nur ganz oben hinschauen. Drei Supercaster. Die Wave können wir nicht überleben. Wir werden natürlich kämpfen, so gut es geht. Das ist klar. Aber wir werden sie wahrscheinlich nicht überleben. Also alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Naja, okay, es geht da oben sogar noch. Aber es ist trotzdem knapp. So, reparieren. Oh, da ist noch Mana. 5. Dann grade ich den ab. Ich weiß nicht, ob da noch genug ist, um mir da ein Upgrade auf der anderen Seite zu bringen. Eventuell. Vor allem, wow, das ist nur da unten die Mega-Panik gewesen. Also weiß ich, dass ich fürs nächste Mal die Ballisten einen Tick weiter nach hinten setze, dass sie nicht getroffen werden von den Angriffen, die nur die Vorderen treffen sollten. Und ich dachte schon, wir werden wieder rausgeflogen. 5, dann reparieren wir die durch Upgraden. Und sind mit Mana ganz knapp hin. Aber wenn man sich anschaut, was das für Sachen sind, die da droppen. Naja, okay. 100 irgendwas Mana-Zeugs. Heißt, wie viel Mana kriegen wir gleich? Bin ich mal gespannt. Ich glaube, Wave 30 oder so ist die höchste gewesen, die jemand erreicht hat. 10.000 Mana, okay. Das ist dann doch recht kräftig. Oh, die gehen da lang. Die interessieren sich nämlich rein gar nicht dafür und ich kann die nicht killen. Man hat gesehen, null Chancen. Null. Okay. Schwierigkeit, Wahnsinn. 5-mal Baumeister, 35-mal Ritter. Hui. Zur Taverne. Nein, Moment. Ja, repariert, abgegradet. Skelette. Schienen 17, ich habe keinen töten können. Warte, ich schau. Mich interessiert's mal wirklich Highscore.
30 Waves haben die geschafft. 30 Waves. Nur mal so ganz nebenbei. Die kommen natürlich dann auf 3,7 Millionen Punkte. In 3 Minuten? Oder sind das hier Stunden, Minuten? Das könnte ich mir eher vorstellen. Da sitzt man aber dann 3 Stunden dran. 3 Stunden an einem einzigen dämlichen Level. Okay. Okay. Natürlich, da hat man als Magier, der hat natürlich dann wahrscheinlich die Barrikaden immer gehabt. Wahrscheinlich ein Animus, könnte ich mir vorstellen. Das dürfte ein Damage-Typi gewesen sein, der das gemacht hat. Pure Strategie kennt man ja auch. Das ist halt das andere Dings. Kann natürlich auch Überlebensmodus, Mixmodus machen. Das wird garantiert lustig. Startwelle 1. Haben wir irgendwas Gutes hier drin? 1 Million! 1,2 Millionen. Natürlich sind die Sachen alle besser, aber boah, derbst. Vor allem die Sachen hier, die kann man nicht bezahlen. Die Sachen hier brauchen Stufen von was weiß ich wo. Das ist mehr personenbezogen. EP-Zeugs bringt mir nichts, Heldeninfo. Invest all. Von 27 auf 31 ist natürlich auch nochmal ein bisschen was. Ich verschwende natürlich meine Punkte da drauf, aber das ist auch nichts so Besonderes. Es geht nur darum zu sehen, wie viel Mana man eigentlich tatsächlich dann kriegt davon. Wie viel DPS mache ich eigentlich im Moment normal und mit Boost? So, normal. 300 irgendwas DPS. Ja, natürlich ohne Pet. Mit Blutzorn 600 DPS. Okay. Ja, natürlich könnte ich mir auch den Medic, nein, nicht den Medic, sondern den Dings holen. Aber das bringt mir jetzt nichts. Geheimraum kennt ihr jeder. Das ist eigentlich ganz offensichtlich, wo der Geheimraum ist. Also, unauffällig ist es nicht. Da ist was geöffnet? Wow. Geheimnislagerraum. Geil, oder HD-Fernseher, da kann man. Da spionieren die Trendy-Entwickler uns aus. Eine Trendy-Konsole. Was auch immer das für ein Controller ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeiner. Bam, 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 bam. 300 DPS. Wie viel Prozent Schadenabsorption haben wir eigentlich? Held. Information, Waffe. 63%. Ich weiß gar nicht, wie hoch man das bringen kann. Ich glaube, das geht bis knapp 100%. 90 oder so. Okay. Wollen wir mal schauen, ob wir noch mehr schaffen, oder? Wir wollen Mixmodus. Insane. Heißt, es kommen zufällige Gegner auf jeder Torseite. Das heißt, es können gern mal auch recht lustige Sachen kommen. Ja, wir kriegen 7 Skelette, 4 Leute, die uns angreifen wollen, und einen Bomber. Würden wir bekommen, aber nein, dürfen wir nicht. Okay, wir spielen wieder lokal. Und spielen unseren Freund hier weiter. Wir sind inzwischen Stufe 6, wir sollten inzwischen ein bisschen was machen können. Ich glaube, ich teile es sogar in den Parts. Das heißt, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part. Von Dungeon Def. Let's Zocken. Dungeon Defense. Das brauchen wir jetzt deswegen Let's Zocken und nicht Let's Play. Eigentlich mehr, weil ich das zocke ohne Ende. Saren schmieden? Nö. Nöp. Nicht überleben mit X-Modus. Kann man sich vorstellen, wie derbst es ist. Vor allem, wenn man dann 15 von diesen Viechern, von den Dark Elves kriegt, die einen verfolgen. Weil das Problem ist, als Builder ist man ja hinter den Türmen. Die überspringen die Türme und die killen dich mit 2 Schlägen. Und dann greifen sie von hinten deine Verteidigung an. Richtig lustig. Auf schwer? Jo, wir probieren es auf schwer. Mittel haben wir ja schon. Leicht haben wir auch schon, aber nicht. Ja, stimmt, das mit dem anderen. Versuchen wir es mit schwer.
Kann funktionieren, kann daneben gehen. Wird sich zeigen. Natürlich ist es deutlich effektiver mit der Methode, die ich gemacht habe. Man mag ja die Türme bauen und den Typen selbst machen. Aber wie sieht's denn aus, wenn man erstmal zockt? Das seht ihr hier in diesen Parts. Beziehungsweise hier vor zwei Parts. Das wird natürlich wieder lustig mit dem Zusammenschneiden. Naja, stimmt gar nicht. Ich renne das. Ja, ich weiß, wo ich den Schnitt reinmache. Ja. Das war gelobt. Das erste. So, das ist eine normale. Ach ja, das war ist einfach nur schwer. Normales schwer. Halt, auf der Seite brauche ich nicht. Und auf der Seite. Einmal den Sechser hier. Und dahinter platzieren wir einen Achter. Ach ja, das geht ja noch nicht. Fällt mir ein. Wir müssen jetzt mit einer Stufe aufsteigen. Dann werden wir das vorübergehend so machen. Dann werden wir nämlich das machen, wie man es auch typisch machen kann. Und platziert einfach die Teile hier hin. Und auf der anderen Seite genauso. Die Gegner gehen nicht drauf, glaube ich, durch die Verteidigung allein im Moment, oder? Doch, die sollten mal durch die Verteidigung allein drauf gehen können. Haben wir Mana bekommen? Nö, es hat ja nichts, ist ja nichts getroppt gewesen. So. Passt. Perfekt. Natürlich, wir haben hier fast keine Castgeschwindigkeit. Und die Gegner ignorieren meine Verteidigung komplett. Ja, die ignorieren sie komplett. Weil die Verteidigung zu wenig Schaden macht im Moment. So. Ich kann nicht sagen, ob das überhaupt schon möglich ist, das zu schaffen. Weil ich zu wenig Schaden mache. Aber eventuell vorstellen kann man sich natürlich schon. Bam, 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 bam. Ey, nicht schlagen. So. So, komm, stirb. Nö, ich glaube, das war zu früh. Nö, das war wirklich zu früh. Schaffe ich noch nicht. Ohne die Distanzangriffe nicht. Mann, ich würde so gerne Fallout 3 spielen, aber es geht einfach nicht. Windows 7 verträgt sich mit dem nicht. Lässt sich einfach nicht spielen. Zumindest nicht mit DLCs, nicht ohne DLCs. Nicht mit Mod-Manager, nicht ohne Mod-Manager. Dann werden wir es aber so machen, dass ich doch auf den anderen wechsle. Auf den Magier. Moment, wir gehen ins Hauptmenü. Ach, ich habe jetzt keine Lust auf den. Ich werde jetzt nochmal versuchen, da irgendwas im Online-Modus zu machen. Das sollte inzwischen wieder online sein. Geht doch. Moment, verlassen. Online. Na toll. Okay, online ignoriert einfach so. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute.